Eine Langzeit-Auslandskrankenreiseversicherung für eine Weltreise oder für eine längere Reise zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich vergleiche heute für euch die drei Top-Player in diesem Bereich und gehe am Ende auch noch ein bisschen auf meine Krankenversicherung ein, für die ich mich entschieden habe und auch meine Gründe. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich an. Hallo, willkommen, ich bin der Max und mittlerweile seit 3 Jahren auf Reisen. Zwischendurch auch mal kurz in Deutschland gewesen, weswegen ich auch meine Krankenversicherung zwischendurch mal von der einen zur anderen gewechselt habe. Aber auch das erzähle ich euch alles im Laufe des Videos. Wir gucken uns nämlich heute die Leistungen, Unterschiede und Preise der drei Top-Player an, und zwar einmal Hansa Merkur Reiseversicherung, die Young Travelers mit der Ergo Reiseversicherung und die STA Travel mit der Allianz Versicherung im Hintergrund. Kurzer Disclaimer, alle Informationen sind vom 27. September 2022. Versicherungsbedingungen können sich natürlich jederzeit ändern, ich verlinke aber auch alle Informationen und Quellen unten in der Infobox. Wenn man sich über das Thema Auslandskrankenreiseversicherung für eine Langzeitreise informiert, dann kommt man eigentlich immer auf diese drei Anbieter und vielleicht noch den ADAC. Wenn man ADAC-Mitglied ist, kann sich die vielleicht auch noch lohnen. Die habe ich jetzt aber hier in diesem Vergleich nicht dabei. Das würde den Rahmen sprengen. Wir gucken uns als allererstes mal die Preise an und ich habe hier zwei Beispiele für euch rausrecherchiert. Einmal, man ist ein Jahr unterwegs, man ist unter 30 und die Tendenz ist ohne USA und Kanada. Da gibt es nämlich meistens die Option mit oder ohne, und mit USA und Kanada, weil es natürlich teurere Länder sind, da geht nämlich die Versicherungsprämie ein bisschen nach oben. Also diese drei Sachen habe ich jetzt einfach mal bei allen drei Anbietern verglichen und mir Angebote eingeholt, und das ist das Ergebnis. Bei der Young Traveler Versicherung von der Ergo Direct kann man das Ganze schön an der Tabelle ablesen. Wir sehen hier zwischen 26 und 35 Jahre 12 Monate ohne USA und Kanada, beziehungsweise hier sogar weniger als die Hälfte der Zeit in USA und Kanada. Das heißt, man hat eigentlich bis zu 5,5 Monate, knapp 6 Monate mit dabei. Das ist eigentlich schon sehr, sehr cool. Und da zahlen wir 420 Euro. Und das Ganze ohne Selbstbehalt. Selbstbehalt bedeutet übrigens, dass man eine Eigenbeteiligung zahlen muss. Das heißt, wenn man jetzt einen Selbstbehalt hätte, da kommen wir gleich im nächsten Beispiel drauf, dann kann es zum Beispiel sein, dass bei einem Schadenfall du auch einen Teil übernehmen musst und der Rest des Schadenfalls übernimmt dann erst die Versicherung. Dann schauen wir uns gleich mal das nächste Beispiel an bei der STA Travel Allianz Versicherung. Da kam nämlich Folgendes bei meiner Recherche raus. Da gibt es nämlich zwei Optionen. Einmal das Ganze mit Selbstbeteiligung, das heißt, dass man einen Teil selber zahlen muss. Da zahlt man 408 Euro. Und der Tarif ohne Selbstbeteiligung sind dann 540 Euro. Und ohne USA und Kanada, ich lese es gerade, steht hier auch, in der Krankenversicherung ohne USA und Kanada ist ein Kurzaufenthalt in USA/Kanada bei Umsteigeverbindungen mit maximal einer Übernachtung jeweils einmalig bei Hin- und Rückreise versichert. Also hat man da nicht so trotzdem 5 Monate mit dabei. Und wenn wir das Ganze mal bei der Hansa Merkur durchspielen, dann kriegen wir auch zwei Tarife, und zwar einmal den Basic-Tarif für 592,25 Euro und einmal den Premium-Tarif für 756,15 Euro. Da ist beides auch ohne Selbstbehalt und auch, wie gesagt, ohne Amerika und Kanada. Aber auch da, wenn man so ein bisschen dann recherchiert, steht dann in den Versicherungsdetails, und zwar hat man einen Versicherungsschutz, eben auch wie bei der Allianz, bei einem Transitaufenthalt für die Dauer des Transits oder bei Versicherungsverträgen von mindestens 6-monatiger Dauer sogar einen Aufenthalt bis zu 14 Tagen. Also da sind 2 Wochen mit abgesichert. Hier nochmal die Übersicht mit den verschiedenen Tarifen in diesem Beispiel. Und von dem her ist für mich da der ganz klare Gewinner die Young Travelers. Plus, dass man natürlich noch den Vorteil hat, dass man auch mehrere Monate trotzdem in Amerika sein kann. Mein zweites Beispiel ist auch wieder für eine Person unter 30 Jahre, die aber jetzt länger als ein Jahr auf Weltreise geht. Und ich habe jetzt einfach mal 3 Jahre gemacht. Das geht meistens bis zu 5 Jahre, dass man so eine Auslandskrankenversicherung abschließen kann. Aber ich habe jetzt einfach mal 3 Jahre gemacht, dass wir es vergleichen können. Ich habe wieder ohne USA gemacht und das sind die Ergebnisse. Bei der Young Traveler Versicherung rutscht man da raus, weil die geht nämlich nur bis zu 24 Monate. Das heißt, ab 3 Jahre kommt man in die Stay Travel Versicherung. Und da gibt es dann auch 2 Tarife, wo man einmal monatlich im Basic 49 Euro pro Monat zahlt. Für 36 Monate, 3 Jahre, wären das 1764 Euro. Oder man nimmt den Premium-Tarif für 71 Euro und da landet man dann bei 2556 Euro. Bei der Stay Traveler Versicherung ändert sich auch ein bisschen was das Thema Kanada und USA angibt. Da steht nämlich, die Prämie ohne USA und Kanada kann auch gebucht werden, wenn Sie bei einer beliebigen Reisedauer nur eine Umsteigeverbindung mit maximal einer Übernachtung dort verbringen oder wenn Sie mindestens 7 Monate versichern und sich dabei maximal 14 Tage in USA und Kanada aufhalten. Weil es das drüber ist, muss man diese andere Option wählen mit Kanada und USA. Also da ist es nicht mehr ganz so flexibel wie noch bei der Young Travelers. Bei der Allianz kommen auch wieder 2 Tarife raus, und zwar ohne Selbstbeteiligung sind es
für diesen Fall 1620 Euro und mit Selbstbeteiligung für diesen Fall 1224 Euro. Bei der Hanse Merkur gibt es dann auch wieder einen zweiten Button für mehr als ein Jahr, also für bis 5 Jahre. Da, wenn ich draufklicke und meine Daten eingebe, dann kommen wir auf folgende zwei Tarife, und zwar einmal den Basic für 2448 Euro und den Profi für 3690,30 Euro. Die Unterschiede zwischen Basics und Profi seht ihr nachher im Vergleich der Leistungsübersichten. Der Preisvergleich sieht also im Endeffekt so aus: Allianz auf Platz 1 und die Ergo landet damit auf Platz 2 mit der Stay Traveler Versicherung. Und auf Platz 3 die Hanse Merkur mit 2448 Euro bzw. 3690 Euro. Auf meiner Webseite, die auch unten verlinkt ist, könnt ihr übrigens auch nochmal alles nachlesen, und da habe ich die Tabellen auch nochmal eingefügt und sogar mit Hinweisen von Heimataufenthalt und USA-Versicherungen noch mit ergänzt. Allgemein zur Länge der Versicherungen kann ich euch immer sagen, dass man im Normalfall eher immer so ein bisschen länger bucht und dann verkürzen kann, und dann kriegt man auch die restlichen Monate, die man jetzt nicht genutzt hat, wieder zurückerstattet. Das ist im Normalfall so. Also ich war ganz am Anfang zum Beispiel bei der STA Travel Versicherung von der Allianz die ersten 2 Jahre. Und wir haben damals nämlich auch gesagt, als wir auf Weltreise gegangen sind, wir wollen eigentlich nur 1,5 Jahre machen, aber wer weiß, was so passiert, wer weiß, wie man sich so entwickelt, wir machen einfach mal noch ein halbes Jahr mehr. Und das haben wir tatsächlich auch genutzt, weil die haben damals auch zu uns gesagt, hey, es ist immer einfacher, die Versicherungsprämie zurückzubekommen, wie dann tatsächlich, wenn man schon auf Reisen ist, zu verlängern. Weil wenn man davor schon irgendwas Teureres hatte, vielleicht sagt die Versicherung dann, nee, wir wollen euch nicht weiter versichern, und dann müsst ihr wieder zurück. Und so könnt ihr halt einfach die restlichen nicht genutzten Monate wieder zurückerstattet bekommen. Und das gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, bei allen Anbietern. Mittlerweile bin ich aber gewechselt zur Young Traveler Versicherung. Ich war dann eben wieder zurück von dieser einen Versicherungsreise und war dann eine kurze Zeit in Deutschland, habe dann eine neue Versicherung abgeschlossen und bin wieder los. Und dieses Mal habe ich mich für die Young Travelers Versicherung entschlossen. Mit einer der Hauptgründe war auf der einen Seite der Preis, der einfach relativ unschlagbar war, würde ich sagen. Die flexible Sache mit Amerika, auch wenn ich das da jetzt erstmal gar nicht eingeplant hatte. Mein Hauptgrund war tatsächlich, dass im Vergleich zu den anderen zwei Versicherungen pro Jahr 8 Wochen Heimatbesuch in Deutschland dabei sind. Ich war schon 2 Jahre weg, da war ich nie in Deutschland, und deswegen wollte ich mir jetzt auch offen halten, dass ich jetzt öfters mal vielleicht nach Deutschland vorbeischauen kann und einen Heimatbesuch machen kann. Und da sind mir 6 Wochen ein bisschen zu wenig gewesen, gerade wenn vielleicht mal irgendwas passiert, habe ich dann jetzt 8 Wochen, und da bin ich auch echt froh drum, und die anderen hatten irgendwie nur 6 Wochen. Von dem her war das auch mit ein ausschlaggebender Punkt, dass ich mich für die Young Travelers entschieden habe. Ich habe die tatsächlich auch am Anfang erstmal für 1 Jahr abgeschlossen, weil ich auch noch gar nicht genau wusste, was ich überhaupt machen will. Ich wusste einfach, okay, ich will wieder raus aus Deutschland, und dann dachte ich mir, okay, ich mache jetzt einfach mal für ein Jahr, habe aber vor ein paar Monaten die jetzt auch problemlos verlängern können und habe die jetzt nochmal um ein zweites Jahr verlängert. Natürlich kann man auch nicht einfach nur nach dem Preis und nach dem Billigsten gehen, sondern wie gesagt, so andere Sachen spielen natürlich auch mit rein, und da zählen natürlich auch die ganzen Leistungen mit dazu. Dass ich jetzt auf jede einzelne Leistung und alles hier vergleiche, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es kommt natürlich auch immer ganz individuell drauf an, was brauche ich denn eigentlich, auf was gucke ich denn so direkt. Und wenn wir uns das jetzt einfach mal anschauen, diese Leistungsübersichten von allen drei Versicherungen, da ist eigentlich im Großteil das meiste mit abgedeckt. Und ohne jetzt die Young Travelers zu sehr zu bewerben, ihr seht es selber, alles, was sie aufführen, ist fast bei 100%, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und wenn man das jetzt so mit den anderen vergleicht, ist es da eher weniger. Aber pausiert einfach mal das Video und guckt selber mal einzelne Bereiche durch. Und mit diesen drei Versicherungen ist auch einfach so das meiste abgedeckt, was einem passieren kann. Ich hatte jetzt zum Beispiel in Spanien eine Wurzelbehandlung. Das Ganze ist praktisch so abgelaufen, dass ich einen Schadensfall gemeldet habe, habe dann meine Dokumente, meine Rechnung, ein Schreiben von dem Arzt mit Anamnesebericht praktisch, also was ich denn hatte und dass ich irgendwie Schmerzen im Zahn hatte etc. Das habe ich hochgeladen bei mir. Ich kann das natürlich jetzt nur von der Young Traveler berichten. Das heißt, die haben sich das Ganze angeschaut, und ich hatte eigentlich innerhalb von, ich kann nochmal gucken, die Schadensmeldung abgeschickt am 8. Februar, und am 25. Februar habe ich schon meine 250 Euro wieder zurückerstattet bekommen, einfach aufs Konto. Das ging eigentlich relativ schnell, und so war der Ablauf. Aber da jetzt, wie gesagt, auf jede kleine Abweichung einzugehen, das würde jetzt, glaube ich, auch den Rahmen des Videos sprengen. Corona, die ganzen Absicherungen für Corona, das haben die mittlerweile alle, und ich verlinke euch auf jeden Fall unten auch die ganzen PDFs über die Leistungsversicherungen, die ich so gefunden habe, einfach mal unten rein. Aber ihr könnt das Ganze, wenn ihr selber auch durchspielt, auch selber nochmal suchen, weil es kann natürlich sein, dass ihr in eine andere Altersklasse reinkommt und einen anderen Tarif habt, dann kann sich das vielleicht auch eben wieder ändern. Deswegen, ich verlinke euch auf jeden Fall alles unten in der Infobox. Falls ihr euch tatsächlich für Young Travelers entscheiden solltet, also die ich auch habe, da habe ich einen Empfehlungslink, wo ich auch ein bisschen was verdiene, wenn ihr über mich die Versicherung abschließt. Ich habe nur dafür einen Empfehlungslink, für die anderen nicht, weil ich einfach nur was empfehlen möchte, das ich tatsächlich selber nutze, wo ich auch dahinter stehe und wo ich einfach auch zufrieden bin. Und für die anderen kann ich das jetzt einfach nicht sagen. Deswegen, falls ihr euch für die Traveler am Ende entscheiden solltet, dürft ihr gerne den Link nutzen. Ich würde mich natürlich
natürlich freuen, weil die kann ich echt wärmsten Gewissens empfehlen. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, falls euch irgendwas unklar ist, dann schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich versuche auf alles einzugehen und euch die Fragen zu beantworten.